Sachen mit. Wem gehst du auf das Konzert? Na, Christian, das war nicht wegen dir und ich bin nicht eifersüchtig. Ich dachte nur, wir gehen da zusammen hin, wenn die in Düsseldorf spielen. Mann. Nein, es sieht hier einfach aus wie im Saustall. Weißt du was, lass uns später noch mal telefonieren. Was bitte soll dieses Chaos hier? Stress mit Christian? Nein. Willst du einen Kaffee? Ist noch einer da? Ich will keinen Kaffee. Ich will nur, dass ihr euer Zeug hier wegräumt. Also, wenn ich einmal ein bisschen Freizeit habe, werde ich ja wohl kaum anfangen, hier die Putzfee zu spielen, ja? Wir haben eh so viel Stress wegen den Fashion Days. Jessie, wenigstens deine Unterwäsche könntest du wegräumen. Das ist nicht meine. Pink, schrill, oversext. Sicher, dass das nicht deiner ist? Erstens ist der rot und zweitens überhaupt nicht meine Größe. Sorry, ist meine. Echt geile Wohnung habt ihr. Man sieht sich. Ciao. Siehst du, was ich meine? Wer bitte war das? Keine Ahnung. Sie kam auf jeden Fall aus der Richtung von Saschas Zimmer. So genau will ich das gar nicht wissen. Na super, eingekauft hat auch keiner. Dann darf ich noch mal losrennen. Du kannst einkaufen? Cool. Kannst du mir ein paar Brötchen mitbringen? Und ach ja. Welches auch, Alter. Ja, klar, soll ich auch noch dein Zimmer putzen und deine Wäsche waschen, die überall rumliegt? Ey, das krieg ich schon selber hin, danke. Sascha, das war nicht ernst gemeint. Okay. Die Frage bleibt aber, wann räumt er hier den Müll weg? Das kann ich jetzt machen, kein Ding. Gut. Das Bad muss geputzt werden, die Küche ist auch fällig. Bin jetzt noch mal kurz weg und wenn ich zurückkomme, ist das erledigt, klar? Ist okay, Mutti. Hey. Hey. Komm, gib her. Entspann dich, ich räume ein. Danke. Ich habe auch Brötchen mitgebracht. Vielen Dank. Nach der gestrigen Nacht habe ich echt eine Stärkung nötig. Die Kleine war eine Granate, die hast du gesehen, oder? Ja, ihre Klamotten lagen ja überall rum. Ja, tut mir leid, das ging gestern alles ein bisschen zu schnell. Da war keine Zeit zum Aufräumen, wenn du weißt, was ich meine. Sascha, so eine WG, die funktioniert nur, wenn alle mit anpacken. Da muss jeder mal putzen und einkaufen. Brauchst du mir nicht einen Arsch zu putzen? Das will ich auch gar nicht. Hab ich da was? Nee, aber die Milch, die muss dringend in den Kühlschrank. Du solltest dir echt was anziehen, wenn du hier rumputzt. Okay, Mutti. Und nenn mich nicht Mutti. Ja, für eine Party. Ich brauche aber eine rein männliche Gruppe. Ist das ein Problem? Wie auch immer, es wäre schön, wenn das klappt. Gut, dann warte ich auf Ihren Rückruf. Danke. Ciao. Planst du einen wilden Abend? Das ist beruflich. So eine reiche Tussi aus London will im No Limits eine Party machen. Die soll sehr heiß werden. Ein paar nackte Ladies wären mir lieber. Da bräuchst du auch keine Stange zum Runterrutschen. Es geht hier ja nicht um deine Vorlieben. Ich meine ja nur, ich bin überhaupt überrascht, dass es noch Frauen gibt, die auf so eine 90er-Strip-Combo abfahren. Ist denn daran bitte 90er? Naja, Männer-Strip-Shows, da gehen doch sonst nur Schwule hin. Offensichtlich nicht. Naja, was soll's. Pass nur auf, dass dein Schatz nicht sieht, sonst wird er eifersüchtig. Wie gesagt, ich buche die Show ja nicht für mich. Oder habt ihr eine offene Beziehung und gönnt euch gegenseitig ein bisschen Spaß? Das hat überhaupt nichts mit Christian zu tun. Ach nee? Seitdem du aus London zurück bist, bist du die komplette WG-Zicke. Ich versuch's dir in einer Tour recht zu machen. Du nörgelst nur rum, das nervt. Und ich will hier nur durch die Wohnung laufen, ohne über die Dessous von deinen Betthäschen zu stolpern. Das nervt nämlich. Ach, darum geht es. Du hast was dagegen, dass bei mir was geht und bei dir nicht. Ich kann nichts dafür, dass dich keiner ranlässt. Kein Wunder, dass du keine Beziehung hast. Und diese Mutti-Sprüche, die nerven einfach. Deswegen sag ich was. Weißt du was? Wer keine Argumente hat, der geht. Super, dass das klappt. Dann warte ich einfach auf den Vertrag und schicke den direkt zurück, ja? Danke. Geil.
Phil. Wann treten die denn auf? Bin ich auf jeden Fall dabei. Dann findest du das nicht 90er? Quatsch, da stehe ich total drauf. Wer sagt denn sowas? Ach, Sascha. Ah, gut. Der ist ja auch hetero. Hauptsache, wir haben Spaß dran, ne, Mutti? Nenn mich nicht Mutti. Wieso? Ist doch lustig. Nein, das ist es nicht. Mann, ich komme mir vor wie in einer Jugendherberge. Ständig werde ich von der Mutti angemacht, dieses dreckig. Warum hat niemand eingekauft? Zieh dir was an. Mann, dieses Rumgezicke nervt. Ja, aber warst du dreckig? Ja, aber man kann doch trotzdem locker bleiben. Ich habe alles versucht, um es ihm recht zu machen, aber trotzdem tickt er aus. Ja, also ich kenne Olli nur als einen der entspanntesten Typen auf der ganzen Welt. Bist du sicher, dass er nicht irgendwas anderes ist, was ihn stört? Vielleicht waren meine Sprüche ein bisschen zu krass. Ja, weil du auch immer mit den Schwuli-Sprüchen um die Ecke kommst. Emilio! Ja? Dann rennt er hier ständig in seiner Unterwäsche rum. Das muss auch echt nicht sein. Naja, er hat ja schon ein ganz knackiges Hinterteil, musst du zugeben. Darum geht's doch überhaupt nicht. Also Christian ist weit weg und in letzter Zeit hören sich eure Telefongespräche jetzt nicht nach sehr geilem Vorspiel für Telefonsex an. Das ist doch ganz nett, wenn mal so ein knackiger Sascha hier rumhüpft. Olli, brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Erst recht nicht nach dem, was Christian sich geleistet hat. Da kannst du ja wohl mal Sascha scharf finden. Es macht mich bestimmt nicht scharf, wenn man mich die ganze Zeit Mutti nennt. Aber diese Mutti-Sprüche sind doch eigentlich eher so eine Art Kompliment. Weißt du, Olli ist ein ganz entspannter Typ. Und ganz ehrlich, ich hätte auch keine Lust, dass mich jemand Mutti nennt. Ja, aber Jessica nennt ihn auch so. Und da tickt er nicht so aus. Ich glaube, er hat ein Problem mit mir. Ständig sagte mir, ich habe keine Ahnung von Beziehungen und wahre Gefühle kenne ich auch nicht. Dich suche ich schon überall. Wieso suchst du mich denn? Nein, nicht dich, ihn. Dich. Ich wollte auch gleich los. Ja, beeil dich bitte und kümmere dich als erstes um die Türklinke im Fundus. Die sollte schon letzte Woche repariert werden. Geht klar. Ich will dich aber nicht nochmal erinnern. Ich hab's verstanden. Ich kümmere mich gleich drum. Nein, nicht gleich. Jetzt. Noch so eine Mutti. So, und wer zahlt das jetzt, ja? Nächstes Mal. Nächstes Mal. So. Bitteschön. Dankeschön. Ich hole dich später ab. Was ist denn mit der Perle von heute Morgen? Die hat einen Modeljob in Berlin. Oh ja. Und dann machst du dich gleich an die neue Designpraktikantin ran. Hey, sie hat mich angesprochen. Und außerdem habe ich keinen Bock, heute in der WG zu pennen. Proviant für eure Schicht auf dem Schloss? Mhm. Willst du auch eine Stulle? Nee, danke, lass mal, ich hatte schon. Wie geht's denn Bella an ihrem Fuß? Oh, besser. Ist zum Glück nichts gebrochen, sondern nur gestaucht. Das tut zwar manchmal mehr weh, aber immerhin kein Gips. Grüß sie mal ganz lieb. Ich sehe euch beide ja leider gar nicht mehr. Tja, wir ackern auch wie die Blöden auf dem Schloss. Auch wenn das nichts daran ändert, dass wir die nächsten 100 Jahre dort knechten müssen, um unsere Schulden abzuarbeiten, aber jetzt, wo Bella wieder mit anpacken kann, wird's langsam. Was macht ihr eigentlich heute Abend? Sollen wir nicht mal wieder ein WG-Essen machen? Du, Bella, Jessie, ich? Tja, daraus wird leider nichts. Wir haben Nachtschicht. Und Jessica ist, soweit ich weiß, bei LCL eingeplant für diese Fashion Days. Frag doch Sascha, ob er Bock hat. Nee, lass mal. Kannst du mir dann vielleicht einen Gefallen tun? Was? Es geht um dieses Mutti-Problem. Kannst du aufhören, Olli so zu nennen? Ich mach alles, damit ich meine Ruhe kriege. Also, Olli ist einfach gerade ein bisschen gestresst. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Eigentlich ist er ein super Typ. Ich weiß. Aber leider kriegt man davon momentan nicht viel mit. Ja, jeder hat ja mal Stress. Aber ich sag dir eins, wenn man in der Klemme steckt, dann ist Olli immer da. Es gibt nichts, was er nicht für seine Freunde machen würde. Ich reiß mich zusammen. Versprochen. Ich weiß schon, warum es dich so nervt, dass dich Sascha immer Mutti nennt. Weil du viel lieber was ganz anderes für ihn wärst. Ritsche, wenn du versuchst, psychologisch zu werden, dann ist das sowas von zum Scheitern verurteilt. Jeder hat mitbekommen, dass du auf Sascha abfährst. Ach, du übertreibst dermaßen. Hat Christian eigentlich auch was mitbekommen oder warum hältst du dich so zurück? Nein, Christian weiß nicht Bescheid, weil es überhaupt nichts gibt, was er wissen könnte. Wäre auch echt gemein, wenn er sich deswegen aufregt, nachdem er dich zweimal betrogen hat. Ritsche, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich brauche einfach meine kleine Sascha-Auszeit, das ist alles. Und könnt ihr jetzt bitte aufhören, euch alle in meine Beziehung einzumischen? Hier, fang den Igel und geh. Hey, fang selber den Igel.
Ja. Alter, das sieht gut aus. Jetzt hat die Alte wieder den Akku leer gequatscht. Ah! Sascha. Ja, Olli, tut mir leid, dass ich störe. Ich kann Jessica nicht erreichen. Hier ist sie nicht. Ich weiß. Na gut, war's das? Ich habe viel zu tun. Olli, warte mal bitte. Was denn noch? Was ganz Dummes. Ich stecke im Fundus fest, die Klinke ist weg und mein Werkzeug steht draußen. Ja, das klingt wirklich doof. Mhm. Es wäre also toll, wenn jemand von außen die Tür aufmachen könnte. Dann mach dich eben bemerkbar, so lange, bis jemand aufmacht. Wo ist das Problem? Habe ich gemacht, die haben ein Meeting. Alle ja wohl bestimmt nicht. Jedenfalls reagiert keiner. Ja gut, dann ruf halt Marlene am Empfang an. Ungern. So, Marlene ist total nett. Ja, das schon, aber ich hätte die Klinke schon von der Ewigkeit reparieren sollen und... Oh Mann. Sie war nicht wirklich glücklich. Und wenn ich diese Sache jetzt hier auch verbocke, dann wirft das ein schlechtes Licht auf mich, verstehst du? Das ist wirklich doof. Könntest du nicht herkommen und mich unauffällig rausholen? Ich soll jetzt zu LCL kommen, mich da reinschleichen und dich heimlich aus dem Fundus befreien? Ja, genau. Komm schon, Olli, bitte. Vergiss es. Ich bin nicht deine Mutti.